Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Format bei Let's Watch Games. Wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich hierbei um League of Legends. Ich bin der Tengor, bin 21 Jahre alt, hinter dem Computer heiße ich Kai, komme aus dem schönen NRW und mache zurzeit eine Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten, was wahrscheinlich keinen interessieren wird, aber ich erzähle es einfach mal. So, jetzt zum Team-Up. Wir haben einmal Leona als Support, mich auf der Top-Lane mit Yorick, Orianna in der Mitte, Kha'Zix im Jungle und Officer Caitlyn als AD-Carry im gegnerischen Team. Weiß ich gerade nicht so ganz Bescheid, aber ich würde mal tippen, Cannon auf der Top-Lane, Taric als Support, Nidalee auf der Mid-Lane, Lucian als AD-Carry und Aatrox im Jungle, wobei Nidalee und Cannon auch wechseln könnten, was ich jetzt einfach mal nicht weiß. Und dann sehen werde, irgendwie haben die alle so krasse Prozentzahlen. Mittlerweile habe ich auch 100, bin der dritte aus dem Team. Bei den Gegnern sind schon 4, aber das ist, denke ich mal, auch recht relativ. Ja, ich werde probieren jetzt in den Let's Plays euch die Champions, die Spiele auch wirklich näher zu bringen und nicht einfach nur, oh, cool, da habe ich jetzt gestunt und hast du nicht gesehen, weil meistens spiele ich mit Leona, deswegen ist mir gerade Stun so eingefallen, aber im Moment läuft es einfach nicht. Bin jetzt von 4 bis auf 2 hoch, beziehungsweise bis auf Promotion für 1. Und dann habe ich die Promotion verloren und seitdem habe ich in Folge 6 Support Games verloren. Und das ist echt böse. Davor habe ich mich echt gut hochgehauen. Ich hatte wirklich nur bei 10 Spielen 1 bis 2, maximal wirklich 2 Loses. Und das war richtig cool. Aber da hat es auch wirklich immer mit dem Team abgepasst. Die letzten Spiele, die wir hatten, da war das Team ab nicht so geil. Muss ich sagen. Da war wirklich das, was alle als Elo-Hell bezeichnen. Flamer im Team. Einfach schlechte Spieler. Mich mit einem beschlossen in einem Spiel habe ich richtig krass verkackt. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass mein AD Carry nicht mit mir geht, sondern dass er die Teamfights anzettelt. Und das ist bei Leona sehr falsch, wie ich finde. So, alle haben 100%. Ich weiß nicht, worauf wir warten. Ah, da ist es. Ich hole mir jetzt erstes mein E. Das ist ein Ghoul, der Leben vom Gegner frisst. Jetzt muss ich eben überlegen. Ich hole mir die Flasche. Ward und Pot. Die Antwort liegt in der so, Erde. 3 Leute bei uns aus dem Team haben schon Wards gekauft. Wobei es bei Leona Standard ist. Halt Support Mitte muss nicht sein. Ist aber cool. Jetzt bestimmt Boots. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Hat dasselbe Startup wie ich. Der Tod ist mein gebotenes Geschenk. Bin mal gespannt, wen ich kriege. Da wird jetzt noch keiner drin sein in 50 Sekunden. So schnell sind die nicht. Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was Leona von mir meine will. Dienste. Alleine machen, ich bin mal gespannt. Wir werden euch an Yorick Mori erinnern. Ich hoffe ja echt auf Cannon, beziehungsweise ja, Cannon wird sein. Und
überhaupt treffen. Ich habe Angst vor Aatrox, aber richtig übel. Es gibt nur ein Ziel. Ich muss ihn einfach schön am Laufen halten. Füllt den Boden mit ihnen. Oh. Warum funktioniert man noch nicht auf der Range? Habt ihr die Ghule gehört? Aber ich damage ihn jetzt schön ab. Begrüßt das Unvermeidliche. Fürs Blatt gehauen, so muss das. Einer mehr für die Schatzinsel. Jetzt kann ich erstmal schön fahren. Hab meine Golems, die mir zusätzlich, ich weiß gar nicht wie viel, aber eine schöne Summe Angriffsschaden geben. Natürlich habe ich jetzt schon meine Skills verschwendet, aber ich hab's fürs Blatt gehauen, das war mir sehr wichtig. Es gibt nur ein. Vielleicht mal einen Mono holen und Boots. Sollte jetzt schon fast enden. SS. Vielleicht noch einen letzten Pot rein. Schön abfahren. Der Tod ist mein kleines Geschenk. Das wird aber ein Fake-Eng. So, kann ich jetzt erstmal alles weggehen? Hat ein Verfallsdatum. Sage ich gerade auf dem Fahren, aber ich habe noch fast mein Körper. Sind so wow. Halt mich mal ein bisschen hoch. Begrüßt das Unvermeidliche. Ich würde jetzt gerne noch zusätzlich zu dem Manamune mein Schwert bekommen. Ihr werdet euch an Yorick Mori erinnern. Das Leben entgleitet. So. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch Disney. Ja. Der letzte Atemzug. Was jetzt? Der ist mir gegönnt. Wie viel habe ich? 50. Die Schiffe ist auch 60. Wer benötigt meine Dienste? So, wenn ich jetzt weggehen sollte, das reicht, dann sollte auch schon wieder hier sein. Eben durchgehen. Manamune ist hier. Also die Träne im Moment. Das Boots passt perfekt, Leute. Die Antwort liegt in der passt perfekt. Das ist doch schon mal sehr schön.
Bis jetzt steht es 3-0. Ich glaube, das wird mal wieder ein Win. Ich hätte mir natürlich noch einen Ward holen sollen. Ich habe ich schon da gelernt. Oriana. Es gibt nur ein Ziel. Cool. Ich finde echt, das ist voll mein Meter. Ready habe, dass ich den Atmosphäre in nächster Zeit nicht umgeht. Hoffe, dass das passieren wird. Ihn war schön. Der letzte Atemzug ist der süßeste. Alles hat ein Verfallsdatum. Das S-Cannon fehlt gerade. Nicht Zeit, gut durchzufahren. Tower ordentlich durchzufahren. Dann gleich irgendwann wirklich den Mann am Mond schaffen werde. Der aggressiver auf mich drauf geht, weiß ich. Begrüßt das Unvermeidliche. Schön. Oh. Geh weg. Geh weg, K6. Das Leben entgleitet. Okay, jetzt kann ich mir auf jeden Fall schon mal Mana Moon holen. Oder wie auch immer es heißt. Mana Moon, ja. Und mal wieder zwei Wards und unbedingt Mana Pots. Ihr werdet euch an Yorick Mori erinnern. Schade, ich hab echt gedacht, ich krieg den zweiten noch. Und wie hoch ist denn schon mein Mana? 120. Geschenk.
nicht. So. Alles hat ein Verfallsdatum. Ich will da nicht bei der Kuh. Gleich mal eine Minion Wave durch. Wer benötigt meine Dienste? Egal. Kümmere ich mich jetzt um Cannon. Ich nehme die beiden Mana-Pots rein. Der letzte Atemzug ist der süßeste. Der Cannon wird sich schon wieder erpischt haben. Zurück auf der Top-Lane, das hole ich mir dann mal gegen die Kerne. Hybrid, AP, AD. Oh, ist das nervig. Ich gehe auf Attack Speed. Nee, ich hole mir die. Ja. Eindeutig. Und um Stand and Phone. Würde ich alles nicht nehmen. Ich spiele immer schön auf Schaden. Hol mir noch Ward. Solo Dragon holen in der Zeit. Begrüßt das Unvermeidliche. Jetzt eben mein Life ab. In der Zeit.
Verbündeter wurde getötet. Oh, oh, oh. Ein Verbündeter wurde getötet. Double kill for... Das Leben entgleitet. Jetzt brauchen wir die drei Pots haben. Weil jetzt mal sehr böse pushen. Alles hat ein Verfallsdatum. Das war sehr böse. Rüstungsdurchdringung. Ich gehe auf Diamant eindeutig. Brauche ich gar nicht überlegen. Die Antwort liegt in der Erde. Einer mehr für die Schatzinsel. Ich brauche 1,25. Das Unvermeidliche kaufen. Vielleicht trotzdem noch nicht für Tiamat. Ein Gegner wurde getötet. Euer Team hat einen Turm jetzt zerstört. Aber. Jetzt ist sowieso der letzte Atemzug ist der süßeste. Mana, 300, die Hälfte habe ich. Aber genau die Hälfte. Schreib's lieber nochmal. Das Leben entgleitet. Und ich bin jetzt im Tower hier holen. Wer benötigt meine Dienste? Böse Teamfight haben. Sag ich ja. Der Red up ist, und dann hole ich mir den Red. Mein Red ist leider nicht. Alles hat ein Verfallsdatum. Der sich halt eben bitte. Zumindest das, was ich noch deffen muss. Mädels, was wollt ihr denn hier? Markiere ich mir, dass ich da hinkomme. Obwohl ich bin unter Zubotplänen, brauche ich nicht diese 4 gegen 2. Wenn ich jetzt einsatze, sage ich ja. Ohne Probleme. Wer benötigt meine
immer. Erstmal niedergepackt. Okay. Durch den Jungle habe ich keine Chance. Ich defe mal meine Lane. Der letzte Atemzug ist der süßeste. Wow, was für ein Dodge. Es gibt nur ein Ziel. Wo ist es denn? Es ist das Riesenschwert. Damit gehe ich dann auf den Blutdürster. Sehr schön. Die Antwort liegt in der Erde. Wie viele Leute hat denn Caitlyn? Yes, um 100 überboten. Habe ich es fast geschafft, 200 fehlen noch. Ihr werdet euch an Yorick Mori erinnern. Einer von denen wird auch schon gleich einen Fehler machen. Wer benötigt mein fahren. Ich bräuchte noch für meinen Blutdurster. 6, es wird hart. So, jetzt habe ich die Botlane gepusht. Das Leben entgleitet. Und jetzt hier noch die Wölfchen. Die sind sogar da. Thank you.
Zeit. Wäre schön, wenn ich mit einer 4-0 Stat rausgehe. Wenn es nicht klappt. Dann habe ich gleich 30%. 36%, wenn ich den hier voll habe. Der letzte Atemzug ist der süßeste. Das hat ein Cape. Mittlerweile habe ich eingeholt an Farm. Hol ich mir mal schnell den mit. Was geht. Begrüßt das Unvermeidliche. Gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Abwarten. Oh. Alles hat ein Verfallsdatum. Bis jetzt erst ein Tower gefallen und das von der Noob Botlane. Nee, nee, nee. Ich gehe jetzt wieder drauf für Split Push. Für Yorick, ich weiß es gar nicht. Ein Verbündeter wurde getötet. Eine Dreifachtötung. Das ist irgendwie interessiert. Sollte ja schnell sein. Nee, nee, das wurde ich wieder nicht. Ich weiß es gar nicht. Egal, ich fahre mich noch hier ein bisschen. Tötung. Dafür fehlen mir aber noch drei. Ich werde sie wurzeln und die Sicht im Tower, dann reicht's. Das Leben. Oder ich troll auf die Aufleitung. Alle Lebensstände. Ein Verbündeter wurde getötet.
Zeichen ist echt gekauft. Unaufhaltbar. Der letzte Atemzug ist der süßeste. Naja, egal. So, das ist voll, das ist voll. 362. Alles hat ein Verfallsdatum. Unle, 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 unle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns bei der zweiten und nächsten Folge auf wieder. Hurried und bis dann, Leute.